und ich grüße euch zu einer neuen Aufnahme. Heute schauen wir uns etwas Theoretisches an, und zwar werden wir die Phasen jetzt uns genauer anschauen. Dieses Kapitel wird dir jede Phase im Detail erklären. Fangen wir mit der Kartenziehphase an, also der Draw Phase quasi, ne? Das ist die hier. Dies ist die erste Phase in einem Spielzug. Der Spieler, der am Zug ist, zieht die oberste Karte vom Deck. Ein Spieler, der keine Karten mehr in sein Deck und damit nicht mehr die Möglichkeit hat, eine Karte zu ziehen, verliert das Duell. Als nächstes kommt die Standby-Phase. Das hatten wir alles schon irgendwie schon gemacht, aber wir gehen dieses Mal nochmal durch als kleine Wiederholung. Die Standby-Phase ist eine spezielle Phase. Wenn sich irgendwelche Karten auf dem Spielfeld befinden, in deren Text während der Standby-Phase steht, treten diese Effekte in dieser Phase ein. Wenn sich keine solche Karte auf dem Spielfeld befindet, geht zur nächsten Phase über, ohne etwas zu tun. Manche Karten, die während der Standby-Phase abgehandelt werden, sind mit Einsatzkosten verbunden oder verbissene Effekte, die während dieser Phase aktiviert werden können. Ein Beispiel einer solchen Karte mit Einsatzkosten zeigt Elfenbox. Also Elfenbox ist eine. Jedes Mal, wenn ein Monster auf der Spielfeldseite deines Gegners angreift, wirf eine Münze und wähle Kopf oder Zahl. Wenn du richtig vorausgesagt hast, wird die ATK des angreifenden Monsters während der Battle-Phase zu 0. Und jetzt kommt der Effekt, wo hier angesprochen wird. Zahle in jeder deiner Standby-Phasen 500 Lebenspunkte. Wenn du dies nicht tust, wird diese Karte zerstört. Das ist ein sogenannter Einsatzkosten. Man muss quasi 500 Lebenspunkte zahlen, damit man diese Karte benutzen kann. Und das während jeder Standby-Phase. Das ist ein sogenannter Einsatzkosten. Solange diese Karte offen auf deiner Seite des Spielfelds liegt, musst du während deiner Standby-Phase 500 Lebenspunkte abgeben. Oder du musst sie zerstören. Ein Beispiel einer solchen Karte mit einem Effekt ist Gefährliche Maschine Typ 6. Solange diese Karte offen auf deiner Seite des Spielfelds liegt, kannst du während deiner Standby-Phase einmal würfeln, wobei der ausgelöste Effekt von der gefüllten Zahl abhängt. Also wieder ein Effekt, der in der Standby-Phase benutzt wird. Hier Gefährliche Maschine Typ 6. Je nachdem, was man würfelt, kommt hier ein spezieller Effekt raus. Zum Beispiel wird wenn der Würfel eine 2 zeigt, der Effekt, dein Gegner wirft eine Karte von seiner Hand ab, ausgelöst. Nun kommen wir zur Main Phase 1. Das ist diese hier. In der Main Phase kann der Spieler, der am Zug ist, frei seine Karten spielen. Zuerst kommt die Beschwörung oder das Setzen eines Monsters. Du kannst nur einmal pro Spielzug ein Monster normal beschwören oder setzen. Dies schließt die Main Phase 2 auch ein, also in der Main Phase 2 kann man es auch machen. Du darfst allerdings in einem Spielzug, so oft du willst, eine Flip-Beschwörung oder eine Spezialbeschwörung durchführen. Diese beiden Arten der Beschwörung werden im späteren Kapiteln ausführlich erklärt. Als nächstes kommt das Wechseln der Kampfposition eines Monsters. Dies beinhaltet die Flip-Beschwörung des Monsters oder den Wechsel eines offenen liegenden Monsters zur offenen Angriffs- oder Verteidigungsposition. Du kannst dies einmal mit jedem Monster auf dem Spielzug, auf dem Spielfeld ausführen. Also man kann quasi nur einmal pro Spielzug die Position eines Monsters ändern. Du kannst allerdings nicht die Kampfposition eines Monsters ändern, das in diesem Spielzug beschworen oder gesetzt wurde. Also man kann keine Monster den Modus bekannt. Man kann bei den Monstern, die man schon gespielt hat, aus der Hand oder spezial, da kann man den Modus nicht mehr ändern. Also kurz gesagt, Karten, die beschworen wurden, kann man in der Regel nicht mehr den Modus verändern. Aktiviere eine Karte oder einen Effekt. Du kannst Zauber- oder Fallenkarten und ebenso die Effekte von Zauber-, Fallen- oder Effektmonsterkarten in diesen Phase so oft aktivieren, wie du möchtest.
kommt halt darauf an, was der Karteneffekt sagt. Oder die, ja, was der Karteneffekt halt sagt. Ob das nur einmal pro Spielzug ist oder mehrmals. Oder ob man es sich aussuchen darf. Das muss man alles aus der Karte jeweils dann ablesen. Setze Zauber und Fallenkarten. Du kannst in jeder, in dieser Phase so viele Zauber- und Fallenkarten setzen, wie es freie Plätze in der Zauber- und Fallenkartenzone gibt. Also wenn das Zauber- und Fallenkarten, wenn die Zauber- und Fallenkartenzone halt voll ist, dann nichts mehr mit Zauber- und Fallenkarten spielen. Die einzige Ausnahme ist natürlich die Spielfeld-Zauberkarte, die kriegt ja ein extra Feld. Aber sobald das Feld hier unten voll ist, kann man in der Regel keine normalen Zauberkarten oder Fallenkarten oder permanente Zauber- oder Fallenkarten, Konterfallenkarten, Ausrüstungszauberkarten, Ritualzauberkarten oder was gibt's noch? Ja, einfach kann man keine Zauber- oder Fallenkarten spielen, außer die Spielfeldzauberkarte, wenn dieses untere Feld voll ist. Eine Ausnahme sind Spielfeldzauberkarten, welche in der Spielfeldzauberkartenzone abgelegt werden müssen. Das habe ich gerade erklärt. Das ist diese hier. Als nächstes kommt die Battle Phase oder auch Kampfphase genannt. Jetzt kommt was Neues hinzu. In der Kampfphase kannst du mit deinen Monsterkarten, die offenen auf dem Spielfeld liegenden, kämpfen. Du musst diese Kampfphase nicht bestreiten und der Spieler, der am Zug ist, kann diese Phase überspringen, wenn er es wünscht. Die Kampfphase ist in 4 Abschnitte unterteilt, das ist das Neue. Der Startabschnitt, der Kampfabschnitt, der Schadensabschnitt und der Endabschnitt. In diesem Spiel erledigt der Computer automatisch die Abwicklung dieser Abschnitte für dich. Gut, Startabschnitt ist quasi im Prinzip, man wählt das Monster aus und befehlt es anzugreifen. Das ist der Startabschnitt. Der Kampfabschnitt ist quasi der Kampf zwischen den Monstern. Da laufen quasi alle Kämpfe. Zum Beispiel kann da meinetwegen Sparkman Alien zerstören, als kleines Beispiel. Dann der Schadensabschnitt, da wird der Kampfschaden berechnet. Quasi der Differenz zwischen Sparkman und Alien wäre jetzt 600. Und das wird dann von den Lebenspunkten abgezogen, das ist halt der Schadensabschnitt. Und der Endabschnitt, das ist, wenn man die Battlephase oder den Kampf beendet. Battlephase nicht, sondern eher der Kampf. Das ist der Endabschnitt. In diesem Spiel erledigt der Computer mehr. Dennoch kann es Fälle geben, in denen du während des Schadensabschnitts keine Fallenkarte aktivieren kannst und stattdessen Sonderregeln in Kampf treten. Als nächstes kommt die Mainphase 2. Das ist die Mainphase nach der Battlephase. Die Battlephase ist ja im Mainphase-Sandwich, wenn man es so haben möchte. Die Aktionen, die ein Spieler in dieser Phase ausführen kann, sind die gleichen wie in Mainphase 1. Wenn der Spieler, der am Zug ist, die Kampfphase ausgelassen hat, dann wird auch diese Phase übersprungen. Das heißt, kurz gesagt, wenn man keine Battlephase durchführt, gibt es auch keine Mainphase 2. Dann landet man direkt in der Endphase. Es gibt noch etwas, auf das du achten musst. Monster, die während der Kampfphase angegriffen haben, können ihre Position in der Mainphase 2 nicht mehr ändern. Auch wenn du diese in der Mainphase 1 noch nicht geändert hast. Also wenn man quasi in der Battlephase angegriffen hat, dann kann man das Monster in der Mainphase 2 nicht mehr ändern. Das muss man dann vorher in der ersten Mainphase dann machen. Also man kann also, kurz gesagt, wenn man angreift, kann man den Modus nicht mehr ändern. Und wenn man wenn man Modus verändern möchte, dann sollte man auf das Angreifen verzichten. Jetzt kommt die Endphase. Wenn sich irgendwelche Karten auf dem Spielfeld befinden, in deren Text während der Endphase steht, treten diese Effekte in dieser Phase ein. Wenn du am Ende dieser Phase mehr als 6 Karten auf deiner Hand hast, lege so lange Karten auf dem Friedhof ab, bis sich nur noch 6 Karten auf deiner Hand befinden. Also wenn man mehr als 6 Karten auf der Hand hat am Ende des Zuges, also 7, wenn man 7 angenommen, man hat 7 Karten auf der Hand oder mehr, da muss man so lange Karten von seiner Hand auf dem Friedhof ablegen, bis man 6 auf der Hand hat. Daher sollte man, wenn man viele Karten auf der Hand hat, möglichst alle noch ausspielen oder aufs Feld setzen, damit die nicht auf dem Friedhof landen.
Diese Karte Gehirnkontrolle erlaubt dir, ein gegnerisches Monster so zu benutzen, als wäre es dein eigenes, aber dieser Effekt dauert nur bis zum Ende des Spielzuges. Während der Endphase werden Karteneffekte wie diese abgehandelt. Also diese Karte quasi übernimmt bis zur Endphase die Kontrolle über ein gegnerisches Monster. Das heißt also quasi, das Monster, wenn wir es jetzt kontrollieren, gehört es nach der Endphase unseres Zuges wie es wieder dem Gegner. Gut, wiederholen wir das Ganze. Welche Aktion wird während der Kartenziehphase ausgeführt? Man zieht eine Karte, man beschwört ein Monster oder man kämpft mit einem Monster. Die Antwort ist, die Frage hatten wir glaube ich schon mal, wir ziehen eine Karte. Welche Aktion wird während der Mainphase durchgeführt? Man zieht eine Karte, du beschwörst ein Monster oder du kämpfst mit einem Monster. Das hatten wir glaube ich auch schon mal. Die Lösung ist, wir beschwören ein Monster. Welche Aktion wird während der Kampfphase ausgeführt? Man zieht eine Karte, man beschwört ein Monster oder man kämpft mit einem Monster. Die Antwort ist, man kämpft gegen ein Monster. So, das war auch ein etwas kürzeres, weil wir hatten das Ganze ja irgendwie schon grob schon durch. Und das war jetzt die detaillierte Version. Da kam eigentlich nichts viel Neues dazu, bis auf die neuen Phasen in der Kampf, in der Battle-Phase. Na gut, aber im nächsten Part wird es interessant, denn dann werden wir zwei neue Beschwörungen kennen, nämlich die Fusion und die Ritualbeschwörung. Ich freue mich schon drauf. Also, bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Jan Kepi. Ciao.